Hallo meine Freunde, willkommen hier im Borussia Park, denn dort ist Gladbach zu Hause und die wollen wir heute schlagen. Wir, das sind natürlich Lewandowski, Müller und Co. als FC Bayern München, die hier zu Gast sind und das sollen eigentlich 3 Punkte werden und ich denke, das werden sie eventuell auch, wenn wir uns hier mal die Mannschaft angucken von Gladbach. Natürlich ein starker Kader. Auch mal eine Dreierkette sehen wir auch selten, ein 3-5-2 hier. Sehr offensiv ausgerichtet, die Gladbacher. Im Gegensatz zu unseren sonstigen Gegnern, die wir so haben. Bayern mit 44 Toren natürlich die Mannschaft mit den meisten Toren, mit Abstand die meisten Tore. Dortmund mit 27 kann da nicht wirklich mithalten. Und er hier soll weitere Tore schießen. Lewandowski war lange verletzt. Vor allem war lange verletzt, kam dann zurück und war dann wieder verletzt. Und ist jetzt aber wieder da. Hoffen wir mal, dass die Verletzungsserie jetzt mal beendet ist. Dafür hat sich Philipp Lahm verletzt, fällt ungefähr einen Monat aus. Und hier ist schon der erste Ball auf Arjen Robben und der ist direkt mal drin, der erste Schuss nach nicht mal 3 Minuten. Was für ein Ball von Alaba. Perfekt auf Robben und der hat natürlich Glück, aber das braucht es im Fußball eben auch und dann geht so ein Ding halt auch mal rein. Unglaublich starker Ball hier. Genau in die Schnittstelle. Das ist eben das Problem der Dreierkette. Da ist eine riesen Lücke für so Pässe und für so Leute. Arjen Robben mit seinem 7. Tor in der Saison bisher. Nach 3 Minuten. Ja, direkt der nächste Fehlpass. Und wieder der Ball, aber Lewandowski kommt da nicht mehr dran. Wie reagiert Gladbach? Erstmal gar nicht, weil wir wieder im Angriff sind. Da ist Arturo Vidal und der Schuss ist schwach. Hätte man durchaus mehr draus machen können. Lewandowski bleibt im Ballbesitz. Da ist in der zweiten Reihe Robben. Aus der Drehung. Diesmal hat Jan Sommer den Ball. Thiago, gut gemacht. Direkt der Offensivangriff. Vidal setzt sich durch. Und das war dann nix. Schade. Die frühe Führung erschreckt die Gladbacher vollkommen. Die sind noch überhaupt nicht im Spiel. Machen hier bislang überhaupt keinen Stich nach gut 20 Minuten jetzt. Nur die Münchner im Angriff. Und es gelingt auch irgendwie alles. Ribéry hier wieder. Kommt da ganz locker vorbei. Ah, schade. Thiago. Müller, schade, da war Lewandowski wieder unterwegs. Oh, jetzt ist die Möglichkeit da. Boateng hebt das Abseits auf, Stindl. Aber Hummels klärt. Und der Konter. Super gespielt, super rausgespielt. Da unten. Nein, nicht dahin. Da sollte der Ball nicht hin. Ribéry war das Ziel, aber hat den Ball nicht mehr gekriegt. Schade. Abseits. Mann.
Oh, Lewandowski, das ist wichtig, dass man da auch wirklich dran bleibt und attackiert. Klar hat er da jetzt Pech und es gibt Abschuss, aber das Zeichen, was man dadurch setzt, ist einfach wichtig. Das bringt dann so Bälle. Und Jan Sommer ist irgendwie der Einzige, der bei Gladbach momentan klar denkt. Der Rest ist irgendwie total abwesend. Alaba. Wieder Jan Sommer. Unfassbar, was der rausholt. Thiago kriegt den Ball. Lewandowski kriegt den Ball. Vidal kriegt den Ball. Und Vidal scheitert an Jan Sommer. Thiago jetzt der Nächste, der mal dran darf. Und wieder Jan Sommer. Aber diesmal kein Eckball, sondern nur ein Wurf. Lewandowski aus der Drehung und das ist kein Tor. Der war dann doch schon deutlicher vor der Linie auf dem Boden, aber was für ein Schuss. Oh mein Gott, so ein Pech. Da hat man Jan Sommer mal besiegt und dann ist die Latte im Weg. Raphael. Sehr. Schulz. Guter Ball auf Stindl. Und er macht nichts draus. Schwach. Ja, nach diesem frühen Tor kamen bislang viele Chancen, aber nichts wirklich Zählbares. Da war eben oft Jan Sommer der Grund dafür. Und jetzt aber Müller. Den muss er eigentlich machen. Sowas macht er im Schlaf. Müller, Müller, Müller! Kurz vor der Pause nochmal so ein schönes Ding. Ins lange Eck gechippt. Herrlich. Unten wäre sogar noch Ribéry frei gewesen. Aber Müller hat die Klasse, dass er das Ding auch selber machen kann. So, Pause. Und jetzt wird ein bisschen gewechselt. Vor allem von Ribéry hätte ich mir mehr versprochen. Dafür kommt jetzt eben dann Douglas Costa ins Spiel, der in unglaubliche Form, wie soll man das sagen, Form Plus hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall Mustafi für Boateng. Und ich würde sagen, Kovalenko kriegt nochmal die Chance für Lewandowski. Dann geht Müller vorne in die Spitze und Kovalenko ein bisschen nach hinten. So. Und jetzt schauen wir mal, was draus wird. Lewandowski hatte natürlich großartige Chancen. Der hätte durchaus vielleicht noch ein Tor gemacht in der zweiten Halbzeit. Aber der ist halt auch noch verletzt, also angeschlagen auf jeden Fall. Und das möchte ich dann auch nicht riskieren, dass er sich da Schlimmeres zuzieht. Dann macht lieber nochmal Müller eins. Schade. Costa, das war nix. Johnson macht das hier ganz entspannt. Aber Costa setzt nach. Und das ist der Zweikampfsieg für Douglas Costa. Kovalenko schickt Vidal und der wird am Schuss gehindert. Robben. Ah, schade. Oh Gott, wieso so kompliziert? Wieso nicht einfach gerade nach unten? Naja. Foulspiel. Einfach den Gegner umgerannt.
jetzt die Möglichkeit. Ein Robben. Janschke setzt sich durch, aber Robben kam irgendwie trotzdem dran, aber Janschke klärt die Chance dann, aber es geht direkt weiter mit einem Einwurf. Das ist jetzt Kovalenko und da ist Müller in der Mitte und Müller nutzt das meistens und das macht er diesmal auch. Unfassbar. Dieser Thomas Müller. Was für ein Bums. Unter die Latte. Boom. Ja, im Sommer könnte einem da schon fast leid tun. Müller mit seinem 19. Tor. Und wir sind noch nicht mal in der Winterpause. Das ist unglaublich, was für das für ein Wert ist. Kein Wunder, dass Thomas Müller Woche für Woche, Spieler des Monats. Monat für Monat, Spieler des Monats. Das ist unglaublich. Seit Karrierebeginn gewinnt er wirklich jeden Monat die Trophäe für den Spieler des Monats. Die erste Ecke für Gladbach übrigens, die Neuer ganz locker abfängt. Und jetzt ist der Konter da. Arjen Robben und Müller, 2 gegen 2. Und Müller ist alleine unterwegs. Kann er den Hattrick machen? Kann Müller den Hattrick machen? Ja, kann er. Herrlich gemacht. Keine Chance wie Jan Sommer. 20. Tor in der Bundesliga. Thomas Müller mit dem lupenreinen Hattrick. Und kann er noch das vierte machen? Haben wir ein ähnliches Märchen wie damals Lewandowski? Nein, bislang noch nicht. Also Gladbach zerfällt hier gerade in 1000 Teile. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Costa, stark. Dominguez setzt sich da mal durch im Zweikampf. Und Costa, der fällt heute nicht nur seine Offensivaktion, sondern eher defensiv auf. Und das gefällt mir richtig, richtig gut, was der heute abliefert. Woche für Woche, Spiel für Spiel macht er auch wieder eine super Partie. Und jetzt Costa mal. Costa, Müller, Tor. 4 Tore in einem Spiel. Thomas Müller schreibt ähnliche Geschichte wie Robert Lewandowski, als der in 45 Minuten einfach mal 4 Tore erzielt bei seinem Debüt in der Bundesliga-Saison diesen Jahres. Man hätte noch abspielen können auf Kovalenko, aber Müller, das ist halt Müller, der kann die Dinge halt reinmachen. Das muss man einfach akzeptieren. Zehn Minuten haben wir noch auf der Uhr. Und es steht jetzt schon 5-0. Ich weiß nicht, was Gladbach hier noch wirklich reißen soll. Sie tun mir schon fast leid. Wäre Lewandowski noch auf dem Platz, würde das vielleicht sogar noch schlimmer enden. Deswegen. Naja. Oh. Schade, es wäre es gewesen, wenn der Robben sogar noch aus dem Stand trifft. Der Ball sollte ja auch ursprünglich auf Robben, aber er war da ein bisschen zu schwach und Müller hätte daraus fast auch noch ein Tor erzielt. Raphael. Oh mein Gott, ist Gladbach schlecht. Das ist gerade echt faszinierend, wie schwach die sind. Schade. Der höchste Sieg war immer noch ein 6-1. Gegen Frankfurt war das, glaube ich. Das war ja, glaube ich, auch diese Lewandowski-Show.
Das können wir hier heute scheinbar nicht überbieten. Kovalenko mit dem Hammer 6-0. Und damit haben wir das bessere Ergebnis als die 6, als das 6-1 vorher. Leck mich am Arsch, Kovalenko vom Mittelkreis, einfach mal draufgerannt. Keiner der Gladbacher hat noch Bock. Und dann der Schuss, der unhaltbar ist. Da springt nicht mal mehr Jan Sommer wirklich hoch und kann da nichts mehr machen. Was für eine Granate dieser Schuss. Kovalenko. Merkt euch diesen Namen, Leute. Und damit sehen wir uns in der nächsten Partie. Bis dann und tschüss.